Papa! Esa es la juventud de Papa! Esa es la... Thank you.
descoberta, ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir. E amar, não olhas para trás, não digas que não. Deixa sós, não mais deixaremos de amar. Thank you.
Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan. Vatican News, Vatican Media. Aus einem Park in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon übertragen wir jetzt zusammen mit Partnersendern in Radio und Fernsehen die feierliche Schlussmesse von Papst Franziskus für den 37. Internationalen Weltjugendtag, der in den letzten Tagen hier in Lissabon stattgefunden hat. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefan von Kempis von Radio Vatikan und ich grüße sehr herzlich alle, die uns in Radio und Fernsehen angeschlossen sind. Es ist der Höhepunkt dieses Weltjugendtags und damit auch der insgesamt schon 42. Auslandsreise im Pontifikat von Papst Franziskus. Der Argentinier, der schon kurz nach seinem Amtsantritt 2013 auf seiner ersten Auslandsreise einen Weltjugendtag besuchte, es war der von Rio de Janeiro in Brasilien, wird diesem katholischen Großereignis jetzt feierlich den Schlusspunkt setzen. Hunderttausende von vorwiegend jungen Leuten sind in einem 90 Hektar großen Parkgelände, sehr malerisch an einem Flussufer gelegen, gegenüber dem historischen Stadtzentrum von Lissabon zusammengeströmt, um mit dem Papst zu feiern. Hier haben sie gestern Abend auch eine Gebetsvigil abgehalten. Papst Franziskus hat seinen Besuch beim Weltjugendtag auch gestern früh zu einem Abstecher nach Fatima benutzt. In dem Wallfahrtsort in Zentralportugal, in dem 1917 die Mutter Gottes drei Hirtenkindern erschien, hat der Papst für den Frieden auf der Welt und speziell im Ukraine-Krieg gebetet. Eine Statue unserer lieben Frau von Fatima ist hier im Park auf dem Altarpodium mit ausgestellt. Neben und hinter ihr das Kreuz und die Ikone der Weltjugendtage. Beide Elemente gehören mittlerweile prägend zu diesem Ereignis mit dazu. Johannes Paul II., der heilige Papst und sozusagen der Erfinder der Weltjugendtage schon in den 80er Jahren, hat Kreuz und Ikone diesem Weg katholischer junger Leute durch die Zeit als Elemente beigegeben. Normalerweise wird das Kreuz in einer römischen Kirche in unmittelbarer Nähe zum Petersplatz aufbewahrt. Der 86-jährige Papst Franziskus zeigt sich trotz der Anstrengungen dieser Reise in leidlich guter Form. Das zeigt sich auch daran, dass er bisher bei so gut wie allen seinen Ansprachen und Predigten den vorbereiteten Redetext beiseite gelegt und aus dem Stegreif gesprochen hat, zuletzt gestern Abend bei der Vigilfeier.
In liturgischer Hinsicht steht dieser Sonntag im Zeichen des Festes Verklärung Jesu. Die Messfeier, der Papst Franziskus vorstehen wird, beginnt mit dem Kreuzzeichen und einem Grußwort des Erzbischofs und Patriarchen von Lissabon, Kardinal Manuel Clemente. In nome do Pai, e do Figlio, e do Spirito Santo. A pace esteja convosco. Santo Padre, estas palavras de saudação e agradecimento a vossa. Heiliger Vater, diese Worte des Grußes und des Dankes an Sie sollen natürlich alles einschließen, was wir in diesen Tagen des Weltjugendtages erleben durften. Es war so viel, was wir erlebt haben, ganz besonders, was wir mit Ihnen erlebt haben. Ich kann es nur mit einem Wort sagen: Danke. Obrigado. Obrigado, danke. Auf Portugiesisch drückt dieses Wort aus, dass wir nicht nur empfangen, sondern uns auch verpflichtet fühlen, das, was uns gegeben wurde, zu erwidern. Und Sie haben uns in diesen Tagen durch Ihre Anwesenheit, Ihr Wort und Ihre
großzügigen Gesten so viel gegeben, dass wir nicht aufhören werden, uns voller Dankbarkeit und auch Gebet für ihr Leben, für ihre Gesundheit und ihr Wirken zu revanchieren. Herzlichen Dank. Muito obrigado. Desde o primeiro momento, Santo Padre, Heiliger Vater, Sie haben von Anfang an die Organisation dieses Weltjugendtages konkret gefördert. Sie wollten, dass dieser Tag, dieser Weltjugendtag, Gelegenheit wird für die Begegnung von Jugendlichen aus allen 5 Kontinenten. Eine Gelegenheit, die offen ist und allen angeboten wird. Mit der Weite des Evangeliums Christi, das niemanden ausschließt, sondern sich weltweit sozusagen anbietet. Sie wollten, dass dieser Weltjugendtag vor allem für junge Menschen eine Gelegenheit sei, sich zu treffen und die Solidarität und den Aufbau einer Welt zu fördern, die besser in der Lage ist, den gerechten Bestrebungen aller zu entsprechen. Nach einer Pandemie, die uns alle eingeengt hat. Und nach allem, was uns voneinander und unserem besseren Selbst entfernt haben könnte. Heiliger Vater, Sie haben uns ständig ermutigt, die Konkretisierung des Weltjugendtages voranzutreiben. Sie haben Verschiebungen und Hindernisse überwunden, an denen es diesmal nicht fehlte, Corona sei Dank. Dieser Weltjugendtag gehörte vor allem Ihnen, Heiliger Vater, und natürlich den jungen Menschen, die Sie hier zusammengerufen haben. So wird er in der Zukunft in Erinnerung bleiben, als ein entscheidender Moment für eine Generation, die eine schönere und geschwisterlichere Welt aufbauen will. Concitaram desde logo a cooperação e o apoio de contribuições institucionais e pessoais que não faltaram. Do Estado às autarquias, muito em especial, que permitiram fazer desta bela terra de Portugal a terra de uma multidão provinda. Ihr Beispiel, Heiliger Vater, hat viele andere ermutigt zu Hilfe und Spenden, vom Staat bis zu den Gemeinden, die diese schöne Stadt Lissabon zur Heimat einer Vielzahl von Menschen aus der ganzen Welt gemacht haben. Zu den Beiträgen aus öffentlicher Hand kamen viele von Privatpersonen, die es ermöglicht haben, diesen Weltjugendtag zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Alle freuen sich über ihre Botschaft der Ermutigung, die beeindruckend und inspirierend war. In dieser heiligen Messe schließen sich ihr alle an, um Gott für den Weltjugendtag Lissabon 2023 zu danken. Und wie bei allem, was Gott zurückgegeben wird, gewinnt auch dieser letzte Moment eine gewisse ursprüngliche Frische, die weder das Alter noch gesundheitliche Probleme Ihnen nehmen kann. In diesem Sinn sind Sie vielleicht der Jüngste unter den jungen Leuten hier. Herzlichen Dank, Heiliger Vater. Für alle, die sich erst jetzt zuschalten, hier ist Radio Vatikan. Zusammen mit Partnersendern aus Radio und Fernsehen übertragen wir die Schlussmesse des Weltjugendtags von Lissabon mit Papst Franziskus. Die Messe hat etwas früher angefangen. Wir sind am Moment des Schuldbekenntnisses. Confessemos os nossos pecados. E a vós, irmão, que pequei muitas vezes. Por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos, aos santos, e a vós, irmão, que rogueis por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Es folgt das gesungene Kyrie, Herr erbarme dich, und das Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe. Abschlussmesse des 37. Weltjugendtages in Lissabon unter Vorsitz von Papst Franziskus. Herzlichen Gruß an alle Partnersender, speziell unsere Freunde von EWTN-TV, KTV, Radio Maria, Radio Gloria, Grüne Welle Bozen und Radio Horeb. Die Messe hat etwas früher angefangen. Wir sind am Punkt des Gloria. Danach folgt das Tagesgebet zum Fest der Verklärung des Herrn. Thank you.
Oremos. Allmächtiger Gott, bei der Verklärung deines Sohnes hast du durch das Zeugnis der Väter die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt. Du hast uns gezeigt, was wir erhoffen dürfen, wenn unsere Annahme an Kindesstatt sich einmal vollendet. Hilf uns, auf das Wort deines Sohnes zu hören, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit. Ele che Deus e con vosco vive il Re, na unidade do Espírito Santo, per tutto secolo dei secoli. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión. Erste Lesung aus dem Buch Daniel. Ich, Daniel, sah in einer nächtlichen Vision, Throne wurden aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Antwort Psalm. Der Herr ist König, er ist der Höchste über der ganzen Erde. Der Herr ist König, es juble die Erde. Freuen sollen sich die vielen Inseln. Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel. Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines Thrones. Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Angesicht des Herrn der ganzen Erde. Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel, seine Herrlichkeit schauen alle Völker. Denn du, Herr, bist der Höchste über der ganzen Erde. Hoch erhaben bist du über alle Götter. Freut euch am Herrn, ihr Gerechten. Dankt seinem heiligen Namen.
A reading from the second letter of Saint Peter. Zweite Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. We heard this ourselves, spoken from heaven, when we were with him on the holy mountain. So we have confirmation of diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden, und ihr tut gut daran, es zu beachten wie ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Ruf vor dem Evangelium. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Dominus vobiscum. Et vos spiritus vos. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie, und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe,
Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Verbum Domini. Es folgt die Predigt von Papst Franziskus in spanischer Sprache. Señor, qué bien estamos aquí. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Das sagte der Apostel Petrus auf dem Berg der Verklärung zu Jesus. Und auch wir wollen sie uns zu eigen machen nach diesen intensiven Tagen. Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Es ist gut, was wir mit Jesus erfahren haben, was wir gemeinsam erlebt haben und wie wir gebetet haben und mit so großer Freude im Herzen. Da können wir uns aber fragen, was nehmen wir mit, wenn wir in den Alltag zurückkehren? Ich möchte darauf antworten mit drei Verben, angeschlossen an das Evangelium, das wir gehört haben. Was nehmen wir mit? Leuchten, zuhören, sich nicht fürchten. Was nehmen wir mit? Ich antworte mit diesen drei Worten. Leuchten, zuhören, sich nicht fürchten. Das erste, leuchten. Jesus wird verklärt. Das Evangelium sagt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Vor kurzem hatte er sein Leiden und seinen Tod angekündigt am Kreuz. Und damit zerstörte er das Bild eines mächtigen, weltlichen Messias und enttäuschte auch die Erwartungen der Jünger. Gerade um ihnen jetzt zu helfen, Gottes Plan der Liebe anzunehmen, nimmt Jesus drei von ihnen mit sich, Petrus, Jakobus und Johannes, führt sie auf den Berg und wird verklärt. Dieses Lichtbad bereitet sie auf die Nacht vor der Passion Jesu. Freunde, liebe junge Leute, auch wir brauchen heute manchen Lichtblitz. Manchen Lichtblitz, um die Dunkelheit der Nacht, die uns bedrängt, zu erleuchten. So viele Niederlagen,
um sie anzugehen mit dem Licht der Auferstehung Jesu. Denn er ist das Licht, das nicht ausgeht. Er ist das Licht, das Tag und Nacht leuchtet. Unser Gott hat unsere Augen erleuchtet, sagt der Priester Esra. Unser Gott erleuchtet. Er erleuchtet unser Herz, unseren Geist. Er erleuchtet alles, was wir tun, immer mit dem Licht des Herrn. Aber ich will euch gerne etwas sagen. Wir werden nicht strahlend, wenn wir uns selbst ins Rampenlicht stellen. Das ist Täuschung. Dadurch strahlen wir nicht. Wir leuchten, wenn wir Jesus annehmen und nicht, wenn wir ein perfektes Bild abgeben. Nein, auch wenn wir uns stark fühlen, das ist nicht dasselbe wie leuchtend. Wir leuchten, wenn wir Jesus annehmen und lernen, so zu lieben wie er. Lieben wie Jesus, das lässt uns leuchten. Das lässt uns zu Werken der Liebe bringen. Täuschen Sie sich nicht, liebe Freunde. Am Tag, wo ihr Werke der Liebe tut, werdet ihr leuchten. Aber wenn ihr nur als Egoisten um euch selber kreist, dann geht das Licht aus. Das zweite Verb ist zuhören. Auf dem Berg überschattet eine leuchtende Wolke die Jünger. Und was heißt es aus dieser Wolke? Hört zu. Das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist alles. Alles, was es im christlichen Leben zu tun gibt, ist enthalten in diesem Wort. Auf ihn sollt ihr hören. Auf Jesus hören. Das ganze Geheimnis liegt darin, zu hören, was er dir sagt. Lies das Evangelium und hör, was er dir in deinem Herzen sagt. Denn er hat Worte des ewigen Lebens für uns. Er offenbart, dass Gott Vater und Liebe ist. Und er zeigt uns den Weg der Liebe. Hören wir auf Jesus. Denn bei allem guten Willen, wenn wir auf einem Weg sind, der ein Weg der Liebe scheint, ist es oft nur ein Weg des Egoismus. Passt auf mit dem Egoismus, der sich als Liebe verkleidet. Hör auf Jesus. Er wird dir sagen, was der Weg ist. Der Weg der Liebe. Zuhören. Leuchten, das erste Wort. Zuhören, um sich auf dem Weg nicht zu täuschen. Und dann das dritte Wort, sich nicht fürchten. Habt keine Angst. Das Wort, das in der Bibel immer wiederholt wird, auch im Evangelium. Habt keine Angst. Das waren auch die letzten Worte bei der Verklärung Jesu. Habt keine Angst zu den Jüngern. Ihr junge Menschen, habt diese Freude der Begegnung jetzt erlebt. Ihr hegt große Träume, die aber oft von der Angst getrübt werden, sie nicht verwirklicht zu sehen. Euch junge Menschen, die ihr manchmal denkt, dass ihr es nicht schafft. Ein bisschen Pessimismus. Euch junge Menschen, die ihr in diesen Zeiten versucht seid, euch entmutigen zu lassen, euch für unzulänglich zu halten oder auch in Schmerz zu verbergen. Zu euch junge Menschen, die ihr die Welt verändern wollt und für Gerechtigkeit und Frieden kämpft. Zu euch junge Menschen, die ihr euch anstrengt und Fantasie aufbringt, aber den Eindruck habt, dass das nicht genügt. Zu euch junge Menschen, die die Kirche und die Welt brauchen, wie die Erde den Regen. Zu euch junge Menschen,
die ihr die Gegenwart und die Zukunft seid? Ja, genau zu euch, liebe junge Menschen, sagt Jesus heute: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. In einem kleinen Moment des Schweigens kann jeder für sich selber wiederholen in seinem Herzen dieses Wort: Habt keine Angst. Liebe Jugendliche, ich würde gerne jedem von euch in die Augen schauen und ihm sagen: Habt keine Angst. Aber ich sage euch noch etwas viel Schöneres. Es ist gar nicht ich, der euch jetzt ansieht, sondern Jesus selbst schaut euch jetzt an. Er, der euch kennt und in euer Innerstes blickt, euer Leben kennt, die Freuden, die Traurigkeiten, die Erfolge und das Scheitern. Er schaut euch ins Herz. Und er sagt euch heute in Lissabon auf diesem Weltjugendtag: Habt keine Angst. Habt keine Angst. No tengan miedo. Wie üblich inzwischen bei dieser 42. Auslandsreise hat der Papst auch in seiner Predigt weitgehend aus dem Stegreif gesprochen, seine Hauptbotschaft an die jungen Teilnehmenden des Weltjugendtages: Habt keine Angst. Oh,
nach dem Glaubensbekenntnis nun die Fürbitten in verschiedenen Sprachen. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos a Deus nosso Pai, que nos revelou a divindade de seu Filho, muito amado, e nos mandou escutá-lo, dizendo com alegria. Lord, fill us with your light. Lord, fill us with your light. Auf Portugiesisch für die Kirche. Povo santo de Deus, para que o exemplo de Maria, primeira discípula missionária do Evangelho, seja para a humanidade testemunho de fé luminosa e transparente, e germe fecundo de unidade e de esperança. Oremos. Auf Chinesisch für den Papst und für alle Diener des Evangeliums. 及所有履行福音职务的人祈祷，使他们在与显圣容的主耶稣那转变人的美相遇时，能勇敢地和尚未认识主的人分享主所恩赐的爱。为此，我们同声祈祷。 Auf Polnisch für alle, die Regierungsverantwortung tragen. Aby pozwalając przemienić się przez Jezusa Chrystusa, przyczyniali się swoim życiem do budowania bratniej społeczności, w której panuje sprawiedliwość, prawda i pokój. Ciebie prosimy. Auf Englisch für alle, die krank, arbeitslos, ausgegrenzt oder in Schwierigkeiten sind. Or are facing difficulties, that the Holy Spirit console them and transform their hearts, that he help them grow in faith, hope and charity, and that they find consolation in the loving care of their brothers and sisters. We pray to the Lord. Auf Arabisch für die Völker, die von Gewalt und Krieg gequält werden. Für die jungen Menschen, die am Weltjugendtag teilnehmen, im Hören des Evangeliums und von der Schönheit des Herrn Jesus fasziniert, mögen sie sich der Gestaltung ihrer Zukunft widmen und in die Kirche und die Welt Hoffnung und Freude tragen. Lasst uns beten. Auf Italienisch für alle hier Versammelten. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucaristia, affidandoci con coraggio alla parola di Dio e fortificati dal pane di vita, diventiamo fermento di luce e di speranza in mezzo ai fratelli. Preghiamo. Ecco,
O Vater, nimm unser Gebet an und erleuchte uns mit dem Licht des heiligen Berges, damit wir, wenn wir den Glanz deines Angesichts schauen und auf die Stimme deines Sohnes hören, vollkommen nach ihm gestaltet werden. Ein Moment der stillen Besinnung nach der Kommunionausteilung. Hier in einem der großen Parks von Lissabon. Wir brauchen manchen Lichtblitz, um die Dunkelheit der Nacht zu erleuchten, hat der Papst in seiner teilweise aus dem Stegreif gehaltenen Predigt gesagt. Wir werden nicht strahlen, wenn wir uns ins Rampenlicht stellen. Nein, wir leuchten, wenn wir Jesus annehmen und lernen, so zu lieben wie er. Auch über das Zuhören hat der Papst gesprochen, in Anlehnung an die Worte des Evangeliums: Auf ihn sollt ihr hören. Das ist alles, so Franziskus. Alles, was es im christlichen Leben zu tun gibt, ist in diesen Worten enthalten. Auf ihn sollt ihr hören. Und ein drittes Verb hat er den jungen Leuten hier ans Herz gelegt. Fürchtet euch nicht. Die letzten Worte, die Jesus nach seiner Verklärung auf dem Berg an die Jünger richtet, um sie zu ermutigen. Steht auf, fürchtet euch nicht. Euch jungen Menschen, die ihr große Träume hegt, die ihr aber oft von der Angst getrübt werdet, sie nicht verwirklicht zu sehen, sage ich euch und sagt Jesus, vor allem, fürchtet euch nicht. Jetzt schon kann man sagen, der 37. Weltjugendtag von Lissabon war ausgesprochen bunt und lebendig. Die portugiesische Hauptstadt war eine tolle Gastgeberin. Und Franziskus hat sich auch von seiner besten Seite gezeigt, ausgelassen und spontan. Er hat mit den jungen Leuten am Freitagabend den Kreuzweg gebetet, gestern Abend eine große Vigilfeier gehalten, jetzt hier die Schlussmesse. Aber er hat auch am Rand des Weltjugendtages in Lissabon viele Gespräche geführt, die Beichte gehört oder etwa mit ukrainischen Jugendlichen über ihre Erlebnisse im Krieg gesprochen.
Schlussgebet. Herr, unser Gott, in der Verklärung deines Sohnes wurde der Glanz seiner Gottheit offenbar. Lass uns durch den Empfang der himmlischen Speise seinen verherrlichten Leib gleichgestaltet werden. Jetzt folgt ein Grußwort des Vatikanverantwortlichen für das Thema Laien, Familie, Leben und auch junge Leute. Es ist Kardinal Kevin Farrell. Heiliger Vater, am Ende dieses 37. Weltjugendtages sind unsere Herzen voller Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Großzügigkeit von tausenden junger Menschen, die der Einladung eurer Heiligkeit gefolgt sind. Die Zeit aufzustehen ist jetzt, sagten sie in ihrer Botschaft zum Weltjugendtag. Ja, die jungen Menschen sind aufgestanden und haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben sich auf die Suche nach dem Weg gemacht, der zu Jesus Christus und zueinander führt. Sie haben gemeinsam mit ihnen den Glauben gefeiert und Zeugnis von der Liebe Christi abgelegt. Han celebrado la fe junto al sucesor de Pedro y han dado testimonio del amor de Cristo que vibra en sus corazones. Sentimos gratitud porque los jóvenes han sido peregrinos. Wir sind dankbar dafür, dass die jungen Menschen Pilger des Friedens waren in einer Zeit, in der in vielen Teilen der Welt noch immer so viele, zu viele Kriege geführt werden. Die jungen Leute haben damit bezeugt, dass Freundschaft, Nächstenliebe und Frieden keine Utopie sind. Wir sind auch dankbar für die Beharrlichkeit und das Gottvertrauen so vieler Menschen, die sich von den Schwierigkeiten nicht haben entmutigen lassen. Die Corona-Pandemie hat die Welt von 2020 an in Atem gehalten und der Termin des Weltjugendtages wurde um ein Jahr verschoben, aber dabei hat er nicht an Tempo eingebüßt. Die Organisatoren von Lissabon haben jeden Tag wirklich hart gearbeitet, um dieses Treffen zu verwirklichen. Das Gleiche gilt für die Jugendlichen aus aller Welt, die sich auf diese Pilgerreise vorbereitet und dabei viele Hindernisse überwunden haben. Für alle war die mächtige Fürsprache unserer lieben Frau von Fatima von Bedeutung, die so viele ihrer Kinder in diesem Land mit dem Herzen einer Mutter erwartet hat. La poderosa intercesión de Nuestra Señora de Fátima, que esperaba en esta tierra a muchos de sus hijos con un corazón de madre. En este momento, Santidad, le traemos el afecto y la cercanía de todos aquellos jóvenes. Heiliger Vater, wir bringen Ihnen die Zuneigung und Verbundenheit all der jungen Menschen auch, die nicht die Möglichkeit hatten, nach Lissabon zu kommen, die aber dennoch den Weltjugendtag über die Medien oder durch die Teilnahme an Tagen des Gebets, der Geschwisterlichkeit und der Mission in vielen Bistümern der Welt sozusagen miterlebt haben. Que se organizaron en muchas dioceses de todo el mundo. Gracias, Santo Padre. Danke, Heiliger Vater, für die Verkündigung und das Zeugnis der Liebe des Herrn in diesen Tagen. Danke, dass Sie uns mit Hoffnung erfüllt haben und uns unermüdlich daran erinnern, dass der Weg des Friedens und der Versöhnung zwischen den Völkern möglich ist. Danke, dass Sie uns auch immer wieder Maria als unsere Weggefährtin auf dem Pilgerweg des Glaubens zeigen. Gracias porque siempre nos muestra a María como compañera de viaje en la peregrinación de esta vida.
Wir bitten Sie, heiliger Vater, segnen Sie diese jungen Menschen, damit sie nach ihrer Rückkehr in die Heimat weiter Jünger und Missionare sein können, wie sie es in diesen Tagen waren. Möge Marias gute Eile sie anspornen, Jesus Christus zu allen Menschen zu bringen, und möge der Heilige Geist sie in den kommenden Jahren als treue Pilger der Hoffnung stärken. Y que el Espíritu Santo les confirme en los próximos años como fieles peregrinos de esperanza. Gracias, Santo Padre. Vielleicht sagt der Papst jetzt gerade zu Kardinal Farrell, ich wusste gar nicht, dass Sie so gut Spanisch sprechen. Der Papst übergibt nun symbolisch das Kreuz und die Ikone der Weltjugendtage an einige Vertreter der Jugendlichen aus 5 Kontinenten. Und er schenkt dem Erzbistum Lissabon einen Kelch. Genau genommen übergibt der Papst nicht das Weltjugendtagskreuz, sondern kleinere Erinnerungskreuze dieses Weltjugendtags an Vertreter junger Leute aus allen Kontinenten. Es folgt eine kleine Ansprache des Papstes. Er wird auch gleich Ort und Termin des nächsten großen Weltjugendtages bekannt geben. Queridos hermanos. Liebe Brüder und Schwestern, ein Wort war in diesen Tagen oft zu hören. Danke. Oder besser gesagt, obrigado. Es ist sehr schön, was der Patriarch von Lissabon uns gerade eben gesagt hat, nämlich dass obrigado nicht nur Dankbarkeit ausdrückt für das, was man erhalten hat, sondern auch den Wunsch, etwas Gutes zu erwidern. Wir alle haben bei diesem Ereignis der Gnade etwas empfangen und jetzt lässt uns der Herr das Bedürfnis verspüren, bei unserer Rückkehr nach Hause unsererseits zu teilen und zu geben, indem wir mit Freude und Selbstlosigkeit das Gute bezeugen, das Gott in unsere Herzen gelegt hat. Doch bevor ich euch aussende, möchte auch ich obrigado sagen. An erster Stelle Kardinal Clemente und mit ihm der Kirche in Portugal und dem ganzen portugiesischen Volk. Obrigado. Obrigado. Danke dem Herrn Präsidenten de Sousa, der uns bei den Veranstaltungen dieser Tage begleitet hat. Danke den nationalen und örtlichen Einrichtungen für die Unterstützung und die Hilfestellung. Danke an die Bischöfe, die Priester,
die Gottgeweihten und die Laien. Und danke an dich, Lissabon, dass du diesen jungen Menschen als Haus der Geschwisterlichkeit und als Stadt der Träume in Erinnerung bleiben wirst. Große Dankbarkeit spreche ich dann Kardinal Farrell aus, der jünger geworden ist bei diesem Weltjugendtag, und allen, die diese Tage vorbereitet haben und denen, die sie mit dem Gebet begleitet haben. Danke an die freiwilligen Helfer. Sie verdienen diesen Applaus für ihren großartigen Dienst. Ein besonderer Dank gilt auch denen, die von oben über den Weltjugendtag gewacht haben, also den Schutzpatronen des Ereignisses, allen voran Johannes Paul II., der die Weltjugendtage ins Leben gerufen hat. Und danke an euch alle, liebe Jugendliche und junge Erwachsene. Gott sieht all das Gute, das ihr seid. Er allein kennt das, was er in euren Herzen gesät hat. Sie gehen hier von mir weg mit dem, was Gott in ihre Herzen gesät hat. Hüten Sie es bitte mit Sorgfalt. Ich möchte sagen, erinnert euch daran, haltet die schönsten Momente im Gedächtnis fest. Und wenn dann manch unvermeidlicher Moment der Mühsal und Entmutigung kommt und vielleicht die Versuchung, auf dem Weg stehen zu bleiben oder euch in euch selbst zu verschließen, dann lasst die Erfahrungen und die Gnade dieser Tage im Gedächtnis wieder aufleben. Denn vergesst das niemals, das ist die Wirklichkeit. Das seid ihr, das heilige Volk Gottes, das in der Freude des Evangeliums unterwegs ist. Ich möchte auch die jungen Leute grüßen, die nicht hier sein konnten, aber an Initiativen teilgenommen haben, die in ihren Ländern von den Bischofskonferenzen und den Bistümern organisiert wurden. Ich denke da etwa an die Brüder und Schwestern aus der Subsahara, die in Tanger versammelt sind. Reunidos en Tánger. A todos gracias. Allen vielen Dank. Insbesondere begleiten wir mit unseren Gedanken und Gebeten die, die aufgrund von Konflikten und Kriegen nicht kommen konnten. In der Welt gibt es viele davon, viele Kriege, viele Konflikte. Wenn ich an diesen Kontinent denke, empfinde ich großen Schmerz für die geschätzte Ukraine, die weiterhin sehr leidet. Liebe Freunde, erlaubt mir als altem Mann, mit euch jungen Menschen einen Traum zu teilen, den ich in mir trage. Es ist der Traum vom Frieden. Der Traum von jungen Menschen, die für den Frieden beten, in Frieden leben und eine Zukunft des Friedens aufbauen. Durch den Angelus, den Engel des Herrn, legen wir die Zukunft der Menschheit in die Hände Mariens, der Königin des Friedens. Und es gibt ein letztes Dankeschön. Danke unseren Wurzeln, unseren Großeltern, die uns den Glauben weitergegeben haben, die uns dadurch einen Horizont im Leben gegeben haben. Sie sind unsere Wurzeln. Und wenn ihr nach Hause zurückkehrt, dann bitte betet weiter für den Frieden. Ihr seid ein Zeichen des Friedens für die Welt, ein Zeugnis dafür, wie Nationalitäten, Sprachen und Geschichte vereinen können, statt zu trennen. Ihr seid die Hoffnung auf eine andere Welt.
Sigan adelante. Danke dafür. Vorwärts in diesem Sinn. Y al final hay un momento que todos esperan. Und jetzt kommt der Moment, auf den alle gewartet haben, die Ankündigung der nächsten Etappe des Weges. Aber bevor ich das verrate, wo der 38. Weltjugendtag stattfinden wird, möchte ich eine Einladung aussprechen. Ich bitte alle Jugendlichen der Welt, um im heiligen Jahr 2025 das heilige Jahr der Jugendlichen zu feiern. Ich erwarte Sie zur gemeinsamen Feier des heiligen Jahres der jungen Leute. Der nächste Weltjugendtag findet in Asien statt, in Südkorea, in Seoul. Y así, 2027, und so wird der Weltjugendtag also sich von Westeuropa nach Asien weitergeben. Ein Zeichen für die Universalität der Kirche. Und noch ein letztes Obrigado. Dankeschön. Wir sagen es zwei Personen, zwei Hauptprotagonisten dieses Treffens. Sie waren hier mit uns. Sie sind immer bei uns. Sie verlieren unser Leben nicht aus den Augen und lieben es wie niemand sonst. Danke dir, unserem Herrn Jesus, und danke dir, Mutter Maria. Zu dir beten wir jetzt mit Freude. Angelus. Es folgt der Engel des Herrn. Angelus Domini, nunci Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Profideribus de fontis, regim aeterna dona eis Domine. Regiecant in pace. Amen. Quiero asegurar mis oraciones y lo hacemos juntos también por las víctimas de la trágica avalancha que se produjo hace dos días en la región de Raqqa, en Georgia. Beten wir gemeinsam für die Opfer des furchtbaren Erdrutsches vor zwei Tagen in Georgien. Der Herr sei den Opfern und den Überlebenden nahe. A mi hermano, el patriarca Elías II. Ich bin meinem Bruder, dem georgischen Patriarchen Elia II., in diesem Moment nahe. Signore, stai già con voi. Bendito sei già il nome del Signore. Buenos auxilios, vendo, Señor. Abençoe vos, Deus Todopoderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Das war der Schlusssegen. O Senhor vos acompanhe. Verkündet das Evangelium des Herrn, geht hin in Frieden und der Herr begleite euch. Damit endet diese Messfeier, die in die Annalen der Weltjugendtage eingehen wird. Sie setzt den Schlusspunkt unter den 37. katholischen Weltjugendtag in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. 1,5 Millionen Menschen haben in einem Park der Hauptstadt daran teilgenommen. 700 Bischöfe und ungefähr 10.000 Priester. Der Papst schüttet jetzt noch einigen Jugendlichen aus Südkorea die Hand. Südkorea, genauer die Hauptstadt Seoul, wird im Jahr 2027 den 38. Weltjugendtag ausrichten. Das hat der Papst gerade eben zum Abschluss der Messfeier angekündigt. Wir haben noch eine Live-Übertragung vor uns. Der Papst wird nämlich heute Nachmittag noch freiwilligen Helfern des Weltjugendtages begegnen. Auch das übertragen wir natürlich live und mit Kommentar in deutscher Sprache. Ich schlage mal gerade nach, um wie viel Uhr, das habe ich jetzt gerade hier nicht vorliegen. Augenblick. Also nach unserem Programm um 17.30 Uhr hier bei uns und auf Partnersendern live die Begegnung des Papstes mit freiwilligen Helfern des Weltjugendtages finden. Das Programm des Papstes und seine ganzen Ansprachen und sehr viele Hintergrundberichte bei uns auf unserer Internetseite radiovatikan.de. Da erfahren Sie auch, wie Sie kostenlos unseren täglichen Newsletter aus dem Vatikan und der Weltkirche bestellen können. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie mit dabei waren bei dieser Schlussmesse des 37. Weltjugendtages von Lissabon mit Papst Franziskus. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan von Kempis von Radio Vatikan mit herzlichen Grüßen an alle unsere Partnersender in Radio und Fernsehen. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus. Thank you.
sur sa mission. Si je ne m'arrive, quitte promptement sa maison. Não mais deixaremos de
Portuguese guitars tug at your heartstrings, transporting you to a place where the battles of rocket and melody.